Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Robin von BNG. Und zwar sind wir mit Just Cause 3 mittendrin und ich weiß nicht wirklich, was ich hier machen soll. Ich soll hier irgendwie das Flugzeug beschützen, aber ich checke hier gerade die Steuerung. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich bin irgendwie weiß ich auch nicht voll vorne. Warte, da ist irgendwas. Oder gehört das zum Spiel? Ich glaube, das gehört zum Spiel. Ich hoffe, du lebst noch. Ja, ich soll jetzt in der Höhle landen. Ah, gut. Könnt ihr irgendwie präzise landen? Ja, ich glaube schon. Also mein erster Eindruck von dem Spiel ist ja schon mal mega geil, obwohl ich am Anfang gar nicht wusste, was ich machen sollte, aber dann im Endeffekt wusste ich es dann doch. Rico, bist du das? Sie, ich bin's. Mario? Okay, was war das jetzt? Kann ich hier irgendwie rennen oder so? Okay, das war dumm. Das ist Sprengen. Das ist Nachladen. Okay, irgendwas scheint passiert zu sein. Oh, Amigo! Ich könnte hier Hilfe brauchen! Komm hier rauf und hilf mir! Und beeil dich! Ah, so. Nein, hä? Wie ging das nochmal? Hey, wie ging das jetzt nochmal mit dem Akten? Hä? Wie ging die Scheiße hier nochmal mit dem Akten? Hey, ist doch nicht wahr, Alter. Es sagt mir ein Spiel, ich soll in der verfickten Höhle landen. Entschuldigung. Und jetzt soll ich da wieder rauf. Was ist das denn für eine unlogische Scheiße hier? Irgendwo Spielsteuerung sein, ey. Ich muss hier doch irgendwie an diesen verkackten Haken kommen. Das kann doch nicht sein. Ey, Digga, scheiß Granate, braucht kein Mensch. Alles klar, das macht immer mega Sinn. Muss ich hier irgendwie hochklettern, ey. Bleibt mir nichts anderes übrig. Scheint auch nicht wirklich zu funktionieren. Die erste Folge ist direkt wieder für den Arsch, ey. Vielleicht gucke ich mich mal hier ein bisschen um. Vielleicht finde ich ja irgendwas. Jetzt
jetzt nur eine Panzerfaust rum. Ja, kann man sich ja mal gönnen. Und das benutzen? Er ist nur ein Licht. Warum soll man auch in dieser unnötigen Höhle landen und dann da wieder hochklettern? Das ist doch bescheuert! Egal, was willst du machen? Okay, gut. Gut, ich weiß es noch. So. Aber es ist ein bisschen blöd, dass man nicht rennen kann. Oder anscheinend kann man doch rennen, nur ich weiß es nicht. Okay, das macht wenig Sinn. So, jetzt muss ich nur irgendwie da raufkommen. Jetzt habe ich's. Okay, das war ein bisschen dumm. Die Miliz ist hier! Mach sie fertig! Ja! Muss ich denn jetzt hier machen, Alter? Hä? Ja, okay. Ich habe gar nicht gecheckt, was los war. Direkt in der ersten Mission verkacken. Ah, alles klar. Rico, bist du? Oh, jetzt muss ich schon wieder hoch. Sieh, ich bin's. Mario? Ja, ich weiß, wie ich da hoch will. Ich will schneller sein. Oh, Amico, ich könnte hier Hilfe brauchen. Komm hier rauf und hilf mir und beeil dich. Sie fertig! Ich weiß nicht, ich hier komme! Ich wette, ihr habt nicht mit Rico fucking Rodriguez gerechnet! Ah. Ist der denn? Da, so, geht doch. Da, die hab ich gar nicht gesehen, ey. Rico, das ist ja ewig her! Jahre! Du kommst genau im richtigen Moment. Die Ravelo-Soldatin hätte mich ohne zu zögern erschossen, diese... Ja, der lebt doch noch. Nicht schlecht, Mario. Du hast seit dem letzten Mal einiges dazugelernt. Ja, du machst das auch nicht schlecht, hä? Du vergisst immer noch deine Deckung. Dabei ist die Deckung das Allerwichtigste. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich hab dich mit dem Flugzeug gesehen. Und dann so zumpa, zumpa. Das war einfach unglaublich. Ich bin froh, dass du zurück bist. Ich bin auch froh, dich zu sehen, Mario. Die Rebellen. Es sieht übel aus. Wir müssen dahin. Hey, Mario. Ich fahre. Mich würde mal gerne interessieren, in welchem Land das spielt. Bestimmt in irgendeinem Ausgedachten oder so. Kann aber auch sein, dass das, weiß ich nicht, in einem richtigen Land spielt. Was?
Die nagelt uns hier fest. Willkommen. Gib Gas, Rico. Du bist jetzt ein Rebell. Du weißt, wie das ist. Eines führt zum anderen und dann bang. Mario Frigo so. Kämpft mit einer Schrottflinte gegen die Ravello. Ein Kontrollpunkt! Fahr weiter, Rico! Nicht schlecht, Rico! Seine Miliz hat alle Städte besetzt und die Polizeistationen mit Festungen verwandelt. Ich musste kämpfen. Du wirst sehen, Rico. Medici hat sich ziemlich verändert. Ich bin gespannt, ob ich hier auch Scheiße. Nein, oh, Scheiße. Oh, nehmen, aber der fährt nirgends mehr hin. Wetten, die Kanone funktioniert noch? Du bist ein Genie, Rico. Ich könnte dich küssen. Holen wir sie uns. Scheiße. Ja. Oder gehört das so? Okay, nee. Egal, einmal versuchen wir noch. Da sind sie! Ich wünschte, wir könnten den Panzer nehmen, aber der fährt nirgends mehr hin. Warum habe ich keine Waffe? Wetten, die Kanone funktioniert noch? Ich will mal hier eine gute Waffe haben, nicht eine scheiß Pistole. Was ist denn das für ein Müll, Alter? Wo ist der? Ey, Scheiße, wieso habe ich jetzt nicht das Gewehr, was da drauf ist? Warum habe ich jetzt eine scheiß Pistole? Ich brauche keinen Mensch. Mein Gott, ey. Behindert. Ja, die erste Folge von Just Cause 3 war ja mal voll für den Arsch. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir es nochmal versuchen. Und ja, ciao.